Unsere Moderatorin Vivian hat mit ihrer guten Freundin Amelie Herford aus der Nähe von Kastellaun ein Interview geführt. Und zwar spielt sie mit im Orchester der Kreismusikschule aus Simmern, die am 31.10. um 17 Uhr, also am Sonntag, in Bobbert ein kleines Konzert geben. Guten Morgen, wir sind heute hier in Gödenroth bei der lieben Amelie. Sie gibt am 31.10. in Bobbert ein Konzert und sie will uns heute etwas darüber erzählen. Also danke, dass ich dabei sein darf. Das Konzert wird am 31.10. in Bobbert stattfinden, in der Christuskirche. Der Einlass wäre ab 16.30 Uhr und um 17 Uhr würde das Konzert beginnen. Und der Eintritt ist frei. Wie sieht es denn aus mit den Corona-Regelungen? Wir haben dort die 3G-Regelung. Das heißt, entweder müssten Sie einen Impfnachweis oder einen genesenen Nachweis mitbringen oder müssten sich im Testzentrum testen lassen. Wer tritt denn auf der Bühne auf und welche Musikrichtungen werden gezeigt? Also es wird ein Konzert der Kreismusikschule Rhein-Hunsrück werden. Das heißt, es werden Lehrer und Schüler auf der Bühne stehen. Wir werden auch Ensembles und das Kammerorchester dabei haben. Wir haben in der Musikrichtung eigentlich alles dabei, aber auch modernere Musik, also Pop und Musical. Welche Musik spielst du denn genau und singst du alleine oder wie sieht's aus? Also ich werde mit dem Cello und mit Gesang zu sehen sein. Ich werde von Josh Groban To Where You Are singen und werde mit dem Cello die Legende von August Nölk werde ich vorspielen. Wenn du lachst, machst du mein Leben heller. Das hört sich sehr spannend an. Wir hoffen, dass viele Leute Interesse daran haben und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Das komplette Interview mit der Amelie gibt's dann in Kürze hier bei uns auf dem Kanal.